Starkregen ist ein Riesenthema im Oberland, deutschlandweit natürlich auch, aber speziell nochmal hier die Region sehr stark betroffen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über drei Irrtümer beim Thema Starkregen sprechen können und dazu die Dr. Anne von Streit von der LMU München hier im Studio begrüßen darf. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist, Anne. Wir arbeiten ja gemeinsam an diesem Thema und im Jahr 2023 und auch davor hat man es sehr, sehr stark gesehen. Man kommt eigentlich an dem Thema Starkregen gerade nicht mehr vorbei. Ist es auch so, dass die Menschen das dann so mitnehmen oder ist einfach, was ist denn da das, was da hängen bleibt im Oberland? Ja, ich glaube, inzwischen sind schon einige Menschen für das Thema sensibilisiert. Es ist tatsächlich so, dass das Oberland, also Starkregen kann ja prinzipiell überall auftreffen. Ja, das ist ein deutschlandweites Phänomen, aber das Oberland ist aufgrund seiner Nähe zu den Alpen tatsächlich eine der Regionen, die am häufigsten von diesen Ereignissen betroffen ist. Wir hatten Ereignisse angefangen schon 2016 in Polling, die zu massiven Schäden geführt haben, über 2018 was Garmisch-Partenkirchen und auch im letzten Sommer, wie man auf den Bildern ja da sieht, auf den Zeitungsausschnitten, hat es von eigentlich Bad Bayersoien bis hin zu Bad Tölz war wirklich wie so eine Schneise der Verwüstung durch Starkregen, Hagel, Sturm. Mit immensen Schäden sehen wir auch in diesen Artikeln, ich glaube bis zu 170 Millionen Euro Schaden ist da entstanden, wurde von den Versicherungen festgestellt. Jetzt ist natürlich der Punkt, genau, also jetzt liest man das in der Zeitung, das macht natürlich Angst und Sorge. Aber wie verändert es die Wahrnehmung im Oberland? Und dazu habt ihr Befragungen gemacht. Mhm. Und da schauen wir uns ein paar Ergebnisse an, weil ihr natürlich auch auf bestimmte Irrtümer gestoßen seid. Und das, glaube ich, ist eigentlich ganz, ganz wichtig, da drauf zu schauen. Genau, also wir haben 1600 Haushalte im Oberland befragt zu ihrem Umgang mit Starkregenereignissen und sind so auf drei Irrtümer gestoßen. Mhm. Also der erste Irrtum betrifft mal die Risikowahrnehmung. Mhm. Ja, der zweite Irrtum betrifft auch, wer ist eigentlich verantwortlich, wer kommt für Schäden auf. Mhm. Und der dritte Irrtum betrifft so ein bisschen die Machtlosigkeit, die die Menschen empfinden, ob sie überhaupt was tun können. Also ob das nicht zu gewaltig ist in dem Moment, wenn es dann tatsächlich passiert. Genau. Ja. Okay. Also vielleicht kommen wir mal zu diesem ersten Irrtum. Der betrifft tatsächlich die Risikowahrnehmung, also die Wahrnehmung, mein Haus ist eigentlich gar nicht gefährdet. Mhm. Und da ist ganz spannend, dass eigentlich über 90% der Menschen gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass an ihrem Wohnort Extremwetterereignisse zunehmen werden. Ah, ja? Extremwetterereignisse wie Starkregen. Gleichzeitig, und da schauen wir vielleicht mal auf das nächste Chart, geht aber nur ein rundes Drittel davon aus, dass sie selbst dadurch durch finanzielle Schäden betroffen sein könnten. Also das ist ganz spannend, weil das passt eigentlich nicht zusammen. Also einerseits geht man davon aus, die Schäden, die Ereignisse nehmen zu, aber ich bin nicht betroffen. So also verrückt. Mein Haus ist nicht gefährdet. Ja, das ist eigentlich verrückt, oder? Also man ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass man sich in gewisser Weise nicht die ganze Zeit verrückt macht damit, aber auf der anderen Seite passt es nicht zusammen. Weil ich sehe, dass es überall passiert und gehe eigentlich davon aus, dass es nur mir nicht passiert. Genau. Eigentlich wahrscheinlich falsch in dem Moment. Also Irrtum Nummer eins. Hier müsste es eigentlich übereinander passen, ja? Dass es zunimmt und dass ich natürlich auch höheres Risiko habe, auch im finanziellen Schaden davon zu tragen. Und es ist tatsächlich so, dass die Forschung wirklich davon ausgeht, dass durch den Klimawandel sowohl die Intensität wie auch die Häufigkeit von Starkregenereignissen zunehmen wird. Also wir werden in der Zukunft hier noch stärker mit Schäden konfrontiert sein. Mehr haben wir auf jeden Fall. Okay, Irrtum Nummer eins. Irrtum Nummer zwei. Ja, der betrifft tatsächlich die Frage, wer im Notfall für Schäden aufkommt. Und bei unserer Befragung kam raus, dass wirklich zwei Drittel unserer Befragten nicht wissen, dass es keine Hochwassersoforthilfe durch den Staat mehr gibt. Hier hat sich die Gesetzeslage in Bayern wirklich seit 2019 verändert. Der Freistaat hat sich aus der Hochwassersoforthilfe zurückgezogen. Ja, das heißt, also man, im Fernsehen oder im Radio hört man es ja dann immer wieder, ja, der Freistaat wird helfen, jetzt auch bei der Hagelkatastrophe. Zum Glück muss man ja auch wirklich sagen, hilft er den Betroffenen, auch unkompliziert in dem Moment hoffentlich. Nur der Aspekt ist grundsätzlich, das Recht darauf im Endeffekt hat niemand. Ist das dann richtig formuliert? Genau, das ist richtig formuliert. Natürlich ist es verwirrend, dass der Staat doch immer wieder einspringt, aber den Betroffenen hilft es natürlich sehr, aber davon kann niemand einen Anspruch ableiten. Das heißt, man ist tatsächlich verpflichtet, selbst vorzusorgen. Und es ist tatsächlich auch gesetzlich verankert. Also im Paragraph 5
des Wasserhaushaltsgesetzes steht auch wirklich klipp und klar. Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz, zum eigenen Schutz zu treffen. Mhm. Und zwar müssen die so gestaltet sein, dass man auch Nachbargrundstücke nicht gefährdet. Aber es steht wirklich drin. Und man muss sagen, es ist ja eigentlich auch sinnvoll, dass man selber vorsorgt. Dass man selber tätig wird in dem Moment. Aber auch, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt, Thema Wasser. Also stell mir vor, ich wohne am Hang und schotte mich komplett ab. Dann kann ich auch nicht nur einfach das Problem zu meinen Nachbarn verlagern, sondern ich muss auch auf meinen Flächen versuchen, irgendwie vielleicht das Wasser mit zurückzuhalten oder solche Sachen vielleicht auch zu unterstützen, dass für die Gemeinschaft im Endeffekt das Problem nicht noch größer wird, durch das, dass ich mich schütze. Okay. Aber ich bin eben für mein Gebäude, mein Grundstück selber verantwortlich. Die Kommune kann ja auch nur in den Bereichen tätig werden, die nicht Privateigentum sind. Also wir haben zum einen den Irrtum, ich bin da nicht betroffen. Ich werde auch keinen finanziellen Schaden davon tragen. Zum Zweiten, wenn ich Schaden hätte, dann kommt bestimmt der Staat und hilft. Das war vielleicht in der Vergangenheit so, ist aber nicht oder keine Garantie für die Zukunft. Absolut. Vor allem eben, wenn es sich häuft wahrscheinlich. Und dann kommt wahrscheinlich so ein bisschen die dritte Frage, also auch, naja, was kann ich denn dann zumindest machen? Genau. Und auch da habt ihr, glaube ich, ganz interessante Sachen rausgefunden. Da war es ganz interessant, dass tatsächlich viele Menschen sagen, sie fühlen sich da machtlos. Mhm. Sie können da nichts machen. Mhm. Und die Hälfte unserer Befragten hat gesagt, dass sie alleine an der Problematik gar nichts ändern können und dass sie gar keine Möglichkeit haben, ihr Haus oder ihren Haushalt und vor Schäden zu schützen. Mhm. Also genau, also wirkt es natürlich sehr gewaltig, wenn so ein Starkregen eigentlich da ist. Also jeder, der mal unter dem Dachfenster in dem Moment gestanden hat, weiß, dass das erstmal, da ist man wirklich erstmal in dem Moment machtlos. Aber im Vorfeld kann man wahrscheinlich viel machen. Man kann einiges tun im Vorfeld und das ist tatsächlich auch wirklich die gute Nachricht. Mhm. Also dass man bereits mit kleinen Maßnahmen wirklich Schäden spürbar verringern kann. Wie findet denn erstmal dann überhaupt raus, ob ich gefährdet bin? Weil das, glaube ich, ist wahrscheinlich so der erste Schritt, nicht jedes Gebäude ist unbedingt gleich gefährdet. Genau, also ich glaube, die wichtige erste Frage, die man sich stellen muss, ist, lebe ich in einem besonders gefährdeten Ortsbereich und bin ich überhaupt durch Starkregen gefährdet? Mhm. Und prinzipiell muss man sagen, potenziell ist natürlich jeder durch Starkregen gefährdet. Ja, das ist ein Phänomen, das überall auftreten kann. Aber je nach örtlicher Topografie, also das heißt Geländeform, ist das Risiko sehr unterschiedlich. Mhm. Und Gebäude am Hang oder Gebäude, die in Senken stehen, sind natürlich mehr gefährdet. Ja. Aber es hängt natürlich auch vom Gebäude selbst ab. Also wie das Gebäude konstruiert ist beispielsweise. Aber nochmal, also ganz easy, wenn ich jetzt oben am Hügel wohne, ist es natürlich oft geringer, also beziehungsweise bin ich halt einfach nur beschlagt von dem Starkregenereignis und ansonsten habe ich ja die Möglichkeit, dass es abfließt. Andererseits eben unten in der Senke, wenn ich es jetzt, kann ich damit rechnen, dass sich hier das Wasser sammelt. Genau, oder wenn ihr Gebäude am Hang steht oder dein Gebäude eben am Hang steht, kann es eben sein, dass das Oberflächenwasser einfach den Hang runterläuft und dann ins Gebäude eindringt. Und dann eindringt. Genau. Soweit soll es aber gar nicht kommen und da kann man auch einiges machen, dass man sich davor ein bisschen schützt. Also Stichwort ist, glaube ich, so bauliche Anpassungen vielleicht auch in dem Bereich. Kann ich da auch schon was machen? Ja, ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher gehen und zwar erstmal Informationen einholen. Ah, ja. Also Informationen einholen zur eigenen Gefährdungslage. Also welche Schäden sind am eigenen Gebäude möglich? Liegt mein Gebäude in den gefährdeten Ortsbereich beispielsweise? Da können man sich an die Gemeinde wenden oder vielleicht auch mal in der Nachbarschaft rumfragen, kam es denn in der Vergangenheit bei uns in der Gegend schon zu Schäden? Und dann ist es natürlich schon auch immer sinnvoll, sich an den Fachkundigen zu wenden, beispielsweise Menschen, die einen Hochwasserpass ausstellen können. Hochwasserpass-Experten finde ich wahrscheinlich, wenn ich einfach bei Google in die Suche eingib und dann schaue, wer da bei mir in der Region ist. Die sind spezialisiert auf das quasi, wie kann ich mich da dagegen schützen oder wehren, wenn Starkregenereignis passiert. Am Gebäude selber kann ich ja selber schon mal kurz überlegen, was wären denn wahrscheinlich die ersten Ansatzpunkte. Auch da habt ihr spannende Punkte rausgefunden. Ja, also im Prinzip ist am sinnvollsten eben so ein Maßnahmenpaket sich zu überlegen. Aber
wichtig ist, sich da halt auch immer von einem Fachbetrieb unterstützen zu lassen. Aber wir können ja mal einen Blick drauf werfen, was man prinzipiell überhaupt machen kann, weil das Wasser kann ja mal durch auf mehreren Wegen in das Gebäude eindringen, also oberirdisch beispielsweise durch Lichtschächte, bodennahe Fenster oder auch Türen oder auch durch Rückstau über einen Kanal. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil das natürlich sehr, sehr unangenehm sein kann im Risiko- oder Schadensfall. Auch daran denken, dann habe ich nur Entlüftungsschächte, also prinzipiell erstmal natürlich alles, was irgendwie Eröffnung ist vom Gebäude, zu durchdenken, was passiert, wenn sich da das Wasser stauen würde, kann da Wasser eindringen und welchen Weg findet es dann weiter im Gebäude. Also Punkt 1 sind eben bauliche Maßnahmen, ganz klar, aber da kann man auch mal erstmal aufs Grundstück schauen. Also lassen sich da vielleicht Bodensenken anlegen, die das Wasser erstmal auf dem Grundstück verteilen und dann auch großflächig versickern lassen. Also das wäre mal ein Punkt. Dann sind vielleicht Barrieresysteme, wie zum Beispiel der Einbau von Bodenschwellen, sinnvoll. Also insbesondere bei Gebäuden, die halt so in der Senke liegen beispielsweise, kann man Lichtschächte aufkanten, kann man Kellereingänge aufkanten, das wären so Punkte. Oder ist vielleicht sogar der Einbaudruck sicherer Fenster und Türen. Tatsächlich, wenn sie es stauen würde dann in dem Moment. Also wenn man zum Beispiel einen Treppeneingang von außen hat zum Keller, was passiert, wenn sich da das Wasser sammelt, würde natürlich Sinn machen. Dann. Und eben ganz wichtig, schauen, ob eine Rückstausicherung eingebaut wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, viele Sachen vielleicht wurden erledigt, dennoch ist es irgendwie in den Keller mit eingedrungen, das Wasser. Gibt es da noch irgendwas, was ihr gefunden habt, was man da nochmal drauf achten sollte? Naja, also das, was schon immer wieder geraten wird, ist tatsächlich, wir nutzen ja unsere Kellerräume inzwischen ganz anders. Also früher waren das Lagerräume, inzwischen sind das hoch ausgestattete Wohnräume wertvollen Einrichtungsgegenständen. Also da ist halt die Überlegung, wenn ihr Keller gefährdet ist, tatsächlich zu überlegen, räumt man diese wertvollen Einrichtungsgegenstände nicht lieber einen Stock höher, beispielsweise. Das wäre ein Punkt. Verwendet man besser wasserbeständige Materialien wie Fliesen? Das wäre so ein Punkt. Oder wie schaut es mit der Heizungsanlage aus? Ist die hochwassersicher? Sind beispielsweise die Heizöltanks gegen Wassereintritt und Aufschwimmen gesichert? Ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich, weil dann wird es richtig unangenehm, wenn so eine Ölheizung, das ja auch ein Gefahrenstoff ist in dem Moment, wirklich dann überflutet ist. Ja. Und Austritt, das sorgt für sehr, sehr hohen Schäden. Genau, also von dem her, das wäre natürlich wichtig zu vermeiden. Soweit. Heizung, wertvolle Gegenstände, Sachen hochladen kann. Vielleicht sollte man nur eins sagen, was passiert oder auf was man achten sollte, wenn ich vielleicht aus dem Urlaub zurückkomme und das Wasser schon unten steht. Wichtig, glaube ich, die Sicherung erstmal rauszuschalten. Okay, ganz wichtiger Punkt. Gefahr im Verzug. Wie verhalte ich mich im Überflutungsfall? Genau. Also was muss man da beachten? Also letztendlich schützen mir das Leben und gehen nicht in den Keller. Also wirklich überflutete Keller meiden. Da besteht immer das Risiko von Stromschlägen. Und dann, was auch oft unterschätzt wird, ist, dass sich Türen gegen die Fließrichtung von einströmendem Wasser schon bei ganz geringen Wasserständen nicht mehr öffnen lassen. Also da besteht eben auch die Gefahr des Ertrinkens. Also von dem her komme ich dann nicht mehr raus zur Not. Genau. Aber zur Vorsorge. Das verhindert zwar keine Schäden, diese Maßnahme, aber die ist sehr wichtig. Und zwar Abschluss einer Elementarschadensversicherung. Also sowohl für das Gebäude wie auch für Einrichtungsgegenstände, das ist den Hausrat. Und da ist es wichtig, eben darauf zu achten, dass tatsächlich Hochwasserschäden durch Starkregen auch durch die Versicherung mit abgedeckt sind, weil in der normalen Gebäudeversicherung und Hausratversicherung sind diese Schäden nicht abgedeckt. Und das kann ich als Eigentümer und aber auch als Mieter machen, richtig? Naja, also das Gebäude kann man als Mieter nicht versichern, ja, genau. aber den eigenen Hausrat. Ja. Und auch da führen der Eintritt von Wasser jetzt großen Schäden. Ja, also von dem her, glaube ich, sind wir eigentlich schon fast bei der Zusammenfassung. Erstmal zu checken, wie hoch ist überhaupt die Gefährdungslage für mein Gebäude, in dem ich wohne. Egal, ob es jetzt mir gehört oder ob ich nur zur Miete wohne. Genau. Was wären denn für Bereiche betroffen, wenn es denn soweit ist und tatsächlich ein Starkregen kommt? Dann natürlich über die Elementarversicherung halt zumindest finanziellen Schaden
im Ernstfall absichern und auch da natürlich die den Hausrat mit einzuschließen. Ja. Und hast du auch öfter erwähnt, den Fachbetrieb natürlich zu konsultieren. Dass man sich da wirklich an Fachkundige wendet, Stichwort Hochwasserpass oder dann eben auch einen Fachbetrieb, der unterstützt, welches Maßnahmenpaket sinnvoll ist. Vielen Dank, Anne, für die Zusammenfassung, ja, die drei Irrtümer. Wir hoffen, wir haben heute ein bisschen mit aufklären können, was man da beachten sollte. Wen es weiter interessiert zum Thema Starkregen, haben wir ganz, ganz viele Informationen auf klimaanpassung-oberland.de zusammengefasst, werden auch diese Plattform in den nächsten Jahren weiter ausbauen können. Da können sich Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen informieren, was hier im Oberland zu tun ist, auf was wir uns einstellen müssen und wie wir uns dagegen schützen können. Und ganz, ganz wichtig, damit es nicht ganz so schlimm wird, immer natürlich auch bitte an den Klimaschutz denken, weil Klimaanpassung und Klimaschutz gehört gemeinsam gedacht. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.